Hip Hop. Nur sehr retino. Ich sterbe. Oh, Parmigiano. Parmigiano. Oh, Bella Ciao. 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 Lauren, buongiorno, bella ciao, arrivederci. Bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Wir stehen hier schon vor dem italienischen Restaurant Laurent in Bad Oldesloe. Und wir werden heute den Beruf Koch und Kellner ausüben. So können wir natürlich nicht arbeiten. Nee. Wir werden uns jetzt mal in richtiger Arbeitsbekleidung schmeißen. Ja. Und dann gucken wir mal, was der Tag bringt. Auf jeden Fall, let's go. Let's go. Hallo. Hi, Alessio. Na? Ciao. Alles gut? Schön, dass ihr da seid. Ey, wir freuen uns auch. Schön, dass wir hier sein dürfen. Schöner Laden. Ja, super. Wirklich. Echt. Fantastisch. So, wir haben jetzt die Bestellung. Lass uns einfach in die Küche gehen. Machen wir eine schöne Pizza. Eine schöne Pizza? Komm. Okay, sehr gut. Das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir in die Küche. Ja. Ciao, Niazio. Ciao. Das ist der Koch. Ciao. Das ist der Koch. Ciao. Mit dem machen wir Pizza. Ihr macht Pizza und übrigens, er kann kein Deutsch. Kann kein Deutsch? Ah, perfekt. Kann Italiano? Si. Super, das wird ja ganz toll. Pizza, Pizza, ja? Okay. Hey, Leute, wie peinlich. Ich bin Italienerin, ich kann kein Italienisch. Jetzt muss ich mit Händen und Füßen hier arbeiten. Okay. Chef. Vai, diese Pizza Pane. Si. Pomodoro fresco si. E burrata. Das habe ich verstanden. Burrata. Mit frischer Tomatensauce und Burrata. Komm, dreh mal das Ding. Jawohl. Geh mal was. Okay, ja. Das kann ich noch. Oh. Oh, wow. La poco olio. Ah. Du, der macht das okay. Für uns. Ab in den Ofen damit. Hallo. Adi. Warte, sehr gut, sehr gut. Und einfach rein, da? Rein? Ja. Okay. Super, und nicht so schmeißen. Che minuto? All'incirca 2-3 Minuten ed è pronto. 2-3 Minuten. Ja, ja. Ja. Gut, dass es Hände und Füße gibt. Was macht man in der Zeit? Hip-Hop. Jawolli, oh, pass auf. Seht ihr, es ist heiß. Oha, heiß und fettig. Ey, dieses heiße Öl benutzen wahrscheinlich die Masseure, ne? Ja. Da brennen die dir auch mal den Rücken weg. Jetzt hab ich ja, Spaß. Guck doch mal, Alessio. Oh, sieht schon gut aus, ne? Habt ihr alleine gemacht? Ja, ja, klar. Salz. Salz. So, warte. Nusret? Ja, ja. Nein, wir sind hier nicht Nusret. Oh, alles in mein Ding. Wir sind beim Italiener. Ja, Nusretto. Nusretto. Nuserettino. Oil, oil. Alles immer aus dem Handgelenk. Mach du mal aus dem Handgelenk raus. Ja, ja, jawohl. Oh, das ist ja wie beim Masseur. Wenn ich noch zermöseln? Ah, Möseling? Hier? Was sagt ihr? Möseling. Boah, das ist ein bisschen viel, oder? Ein ganzer Salat. Ja. Habe ich Pizza bestellt oder Salat? Jetzt geht's los. Diese Pistacchi. Okay. Jetzt hauen wir rein da. Jawoll. Alessio, sag mal ehrlich, ne, wenn so richtig viel los ist, ist dann richtig stressig hier in der Küche? Auf jeden Fall. Ich komme nicht mal zu Hause mit zwei Pfannen klar. Ja. Ich bin schon überfordert, aber wie macht ihr das hier? Das ist wie ein Konzert. Ja. Ne? Jeder hat seine Aufgabe und jeder spielt seine Musik und funktioniert das. Das war ein gutes Beispiel. Ja. Wie ein Konzert. So. Jeder weiß, was er zu tun hat. Ja. Außer wir, ne? Außer wir. Mein Gott, ey, das ist aber auch... Alles gut. Also, eher so, lass es einfach. Oh. Okay, Kartoffeln. Ah, Kartoffeln. Oh, lecker. Oh, geil. Alter, das ist ein Kunstwerk, Leute. Haben wir hier das Trüffel? Größte Gold, ne? Das Gold, ist Gold. Diamant. Jetzt sei mal ehrlich, wie viel kostet sowas? Ich habe gehört, Trüffel ist richtig teuer. Also, wir haben jetzt die Wintertrüffel. Ja. Die kostet jetzt bei 1800 Euro. Was? Alter, nichts davon auf dem Boden. Nimm mit, das Ding. Wir verkaufen das auf eBay. Ja. Nimm mal ein bisschen mit, dann kannst du deinen Ring noch aufpeppen, den du zur Verlobung bekommen hast. Das sind schon 300 Euro auf deiner Pizza. Ich wollte gerade sagen, die Pizza müsst ihr eigentlich für 500 Euro verkaufen. Das sind gerade die 500 Euro. Schlägt die. Perfekt, so, die erste Pizza fertig. Der Kunde hat auch nur 3 Stunden drauf gewartet. 17. Pasta in der Parmesanleib. Okay. Wow. Geil. Und dann kannst du schon ein bisschen mit dem Parmesan so, alles du zusammen. Mit dem Ding? Okay. Oh, der gute Parmesan. Die Schweiß, hast du nicht gesehen, Alessio? Guck mal, so. Ah, und das macht ihr normalerweise beim Gast am Tisch direkt, ne? Richtig. Aber wir können uns jetzt nicht so zeigen. Da kommen wir aber irgendwann noch immer hin. Ja, irgendwann dürfen wir das hier am Tisch machen. Oh, dass es schön gut aussieht. Das Auge ist mit, ne? Das ist wichtig. Und jetzt? Mit Trüffel, okay. Du hast von in der Küche schon gelernt, ein bisschen drucken. Ihr habt viel Geld, ne? Wenn ihr so ein immer. Und dann also kannst du so ein bisschen rüber gehen. Ich mach jetzt mal einen richtig schön, ja? Oh, der war gut. So, oder? Oder? Alessio, was sagst du? Ja, oh, der war gut. Bist du stolz auf uns? Leute, ab zum Kunden. Ich würde sagen, wir essen dasselbe. Ich glaube auch, komm. Okay, Leute, ihr habt ja gerade gesehen, wir haben schon ein paar Pasta gemacht. Das war eigentlich ganz gut. Und jetzt haben wir uns gedacht, wir machen eine Eigenkreation. Vielleicht schaffen wir es ja irgendwann mal auf die Karte hier. Und
Und dann lassen wir den Koch probieren. Genau, der entscheidet, ob das was taugt oder nicht. Das machen wir. Los, komm mit. Einfach mal aus. Wo müssen wir hin? Los. Chef, wir machen eine gute Soße jetzt. Ja, wir machen gute Soße, du probiere. Okay, später. Okay. Er will hier gar nichts. Soll ich hier was mitnehmen? Ja, frische Tomaten, würde ich sagen. Ich auch so ein bisschen Rucola noch dazu. Den Pürierer? Sonst machen wir es mit den Händen. Ja. Guck mal, die gucken uns alle an und denken sich, Alter, was geht jetzt hier ab? Okay, Leute, wir machen jetzt hier unsere Spezialsoße. Wie gesagt, wir haben hier jetzt schon Tomaten und Rucola. Genau. Das muss alles so. Aber wir gucken jetzt mal, was wir hier noch so finden. Thunfisch? Nee. Oliven, nee, Olivenöl. Ja, komm, weißt du? Wir dürfen aber Öl nicht vergessen, weil ich habe das Gefühl, die tränken hier alles in Öl. Ja, das ist Badeanstalt Öl. Wie wäre es mit Salami? Sollen wir eine Salami schreiben? Eine Salami? Ich glaube, die braucht man, ja. Was ist das hier? Ananas. Für die Würze. Ananas auch gut. Dann für die, ja, für die Süße. Für die Süße. Ja. Schön fruchtig. Pilze? Komm, man auch komm, ein Pilz. Einer. Ein Pilz. Oh, Käse. Käse ist immer gut. Wichtig auch. Tomatensauce. Mach schon mal, ich suche einen Stecker. Warte, da fehlt doch so Salz und Pfeffer. Oh, das ist gar kein Salz und Pfeffer. Das ist Oregano. Das ist auch gut. Was ist hier noch drin? Oh, Pistazien. Ja, hau mal rein. Ey, wir müssen, wenn das gut wird, müssen wir uns das Rezept merken. Ja, was haben wir? Ich hab's mir gemerkt. Eine Salamischeibe, ein Scheibe. Und los. Oh, oh. Warte, halt fest. Aber komm ein bisschen weiter her, das Kabel ist nicht so lang. Ach so. Oha, oh, das spritzt. Sorry, Kameramann hat was abbekommen. Alles gut? Das muss alles so, Leute. Oha, oha. Oh, hast du was abbekommen? Bin ich versichert, wenn die Kamera schrott geht, weißt du, ne? Warte, lass mal ein bisschen Glas da runter. Ich sterbe. O Parmigiano, O Bella Ciao, Bella Ciao. Kennt ihr das Lied O Parmigiano? O Parmigiano. Oh, bella ciao, bella ciao. Hallo, wo sind die Diano? Hola, Marino. Super. Danke für eure Teamwork makes the dream work. Einfach keiner mitgemacht. Jetzt kommt das in eine Pfanne. Oh, da hinten ist eine gute Pfanne. Ey, gut, dass er uns den Ofen anmacht. Wir haben ja extra einen Brandschutzbeauftragten, der uns jetzt zeigt, wie man Herd anmacht. Balsamico. Balsamico brauchen wir auch. Und weiter Salz und Pfeffer brauchen wir auch. Ich glaube, das ist ein Salatöl. Oh, die sieht gut aus. Hier. Wo ist die Salami hin? Die ist püriert, ne? Ja. Wollen wir noch mal versuchen, dass alle mitsingen? Wir singen noch mal. Parmigiano, oh bella ciao, bella ciao, parmigiano. Darf man das mit dem Löffel in der Pfanne? Ich weiß es nicht. Ich bin gerade dabei, selber zu probieren, aber lass erst mal den Koch probieren. Ja. Wenn es dem danach noch gut geht, probieren wir. Lass mal riechen. Oh, das riecht aber gut. Ich riech richtig die Salami raus. Wie macht man das aus? Entschuldigung, kann jemand noch mal kurz den Hi-Hat ausmachen? Oh, unsere Soße brennt an, ein bisschen schneller bitte. Super, dankeschön. Danke. Also wenn die nicht schmeckt, dann wegen dir, weil du zu langsam warst. Ja, ja. Fang einfach auf, okay? Ja. Fang auf. Wenn der sich weigert, das jetzt zu probieren? Der muss das probieren. Lass erstmal die Handschuhe ausziehen. So, auf dem Weg nehmen wir noch ein bisschen Rucola mit. Einen nur, ne? Ja, so ist perfekt. Nein, pack den Löffel noch nicht rein. A la super, a la as. Pomodoro, di... Super, chef. Ah, aber halt, Bruja, Bruja. Eh? Gut? Salz? Zu viel Salz. Nein, Poco. Ah, mehr. Ein bisschen mehr. Mehr? Ja, ja. Ich bin schockiert. Ich bin auch schockiert. Meinst du, er verarscht uns gerade? Weiß ich nicht. Scheiße? Vielleicht tut das für die Kamera jetzt. Salz? Wow. Ey, Digga, nicht, dass das ein Hit wird. Ey, ich glaube, das wird krass. Oh, wow. Er hat alles mal meinen Finger gemacht. Das ist ganz schön nice. Jetzt so, er will gar nicht mehr. Auf die Löffel. Oh. Jetzt merken wir, ob der Koch gelogen hat oder nicht. Ja, ja. Oh. Ist gar nicht mal so schlecht. Alter, ich bin echt schockiert. Das schmeckt echt gut. Ach so, hier ist Abwasch. Perfekt. Wir sind in der Küche fertig. Wir gehen jetzt mal ein bisschen nach vorne und gucken, was die Kellner so machen, oder? Würde ich sagen. Gehen wir einfach so? Ja, klar. Ja, egal, komm. So, wir sind jetzt mit dem Chef de Rosario. Habe ich das richtig ausgesprochen? Sehr schön, buongiorno. Okay, buongiorno. Buongiorno. Mit dem sind wir jetzt hier und wir werden jetzt mal vorne im Laden arbeiten, also als Kellner, und werden gleich zu einem Tisch gehen. Was ist das Wichtigste? Was müssen wir machen? Erzähl mal ein bisschen. Ganz einfach, ganz ruhig bleiben, zum Tisch gehen, begrüßen. Die haben da eine Kerze, die machen wir auch erstmal an. Und wenn ihr das angemacht habt, könnt ihr nachfragen, was möchten Sie gerne trinken. Mhm. Und dann, das war's. Ja? Ganz entspannt. Wollt ihr so? Ja, zum dachten Tisch? Wir. Eigentlich macht man es nicht, aber wir dachten, die Chefkoch kommt selber. Bisschen dreckig, habt ihr ein bisschen gekocht, ne? Ja, das kommt, das merkt doch keiner. Das merkt okay. Und wie sieht's aus bei der Begrüßung? So Hand geben, oder? Oh, nee. Oder bisschen so? Diskreter. Okay. Ganz entspannt. Entspannt. Okay. Merkt Buongiorno das? Vielleicht. Okay. Schönen guten Tag, herzlich willkommen. Okay, das müssen wir noch hinkriegen. Und hast du ein Feuerzeug für die Kerze? Hast du? Hab ich jetzt tatsächlich. Das hatte er eben erst. Warte kurz nochmal. Feuerzeug hatte ich, das sollte er aber eigentlich haben. Frag uns mal nochmal, ob wir ein Feuerzeug schon haben. Habt ihr denn ein Feuerzeug dabei? Nee, tatsächlich nicht. Gut, dass ich eins dabei habe. Ah, perfekt. Aber den kriege ich später zurück, ne? Nein, Tränke fragen, ne?
Okay. Erstmal Getränke und dann die Speise. Okay. Ja, klar. Wir werden dich nicht enttäuschen. Okay, los. Willst du mit mir Händchen halten oder was? Ich dachte, wir gehen da so als Teamwork hin. Ich bin ein bisschen aufgeregt, oder? Ich glaube, 4. Oh, aua. Die sind nicht 4, die sind doch nur 3. Die sind doch nur zu dritt, Junge. Okay. So, arrivederci. Salam alaikum. Hi. Genau. Vorstellen. Ich bin Luisa. Das ist gut. Ja, hallo, hallo. Kerze, warte, Kerze. So. Für die Romantiker, ne? Genau. Wir sind heute eure Chefkochs und wir werden euch bedienen. Genau. Erstmal für dich. Genau. Wisst ihr schon, was ihr essen wollt? Nee, trinken. Wisst ihr schon, was ihr trinken wollt? Ich nehme einen Kiba. Ein Kiba? Klein oder groß? 03, 08, 07? 03. Okay, perfekt. Ich weiß gar nicht, ob es 08 gibt. Eine Fanta. Eine kleine Cola. Okay. Eine kleine Fanta? Ja. Eine große Kiba und eine Spezi? Nee. Eine Cola. Fanta? Ja. Kiba? Ja. Kleine Cola? Kleine Cola. Okay. Kiba? Fanta Cola. Kiba, Fanta Cola. Okay, dann könnt ihr gucken in Ruhe, was ihr essen wollt. Sollen wir euch eine Empfehlung geben? Ja. Oh, Antwort habe ich nicht gerechnet. Wir sollen eine Empfehlung geben. Den Parmigiano Lala Marano. Das ist. Die sollen unsere Spezialsoße probieren. Ja, das ist eine Spezialsoße von uns. Wenn ihr die wollt, können wir euch die auch servieren. Ja, seid ihr Vegetarier? Irgendjemand? Oh, alles klar. Okay, dann ist das nichts für euch. Ja, dann guckt mal in Ruhe. Vielleicht findet ihr eine andere Variante, ne? Kiba Fanta Cola. Kiba Fanta Cola. Wem geben wir denn jetzt die Anweisung? Wer bringt uns das? Ich glaube er. Ah ja, guck mal. Er steht da so. Barchef, nimmst du die Getränke auf? Ach so. Ah, du bist Praktikant. Alles klar, wir auch. Aber ist egal. Wir machen das jetzt einfach. Wir machen das. Kein Problem. Bitte, Rosario. Ach, da bist du ja. Du hast uns keinen Block gegeben. Richtig, das ist besser nächstes Mal, mit dem Block hinzugehen. Weil ich habe gemerkt, ihr könnt euch nicht so vieles. Aber wir haben gesungen, wir haben einen Song draus gemacht. Pass auf. Kiba, Fanta Cola. Aber schreibst du das immer, das ist jetzt echt mal eine Frage von mir. Weil ich sehe immer die Kellner so, ja. Ja. Schreibt ihr das so wirklich in ganzen Sätzen auf? Oder Abkürzung? Abkürzung. Sind wir dann gleich hier boniert. Ach so, okay. Also du, was du aufschreibst, bonierst du da auch. Richtig. Wollen wir das mal bonieren? Ja, gerne. In der Kasse? Ja. Das ist hier ein bisschen wie bei The Sims. So Wohnung einrichten. Ey, bist du das? Ja. Was bedeutet rot und was bedeutet grün? Grün bedeutet, da sitzen gerade Gäste. Da wurde schon was boniert. Ah. Ja? Und rot heißt, da sitzen auch Gäste, aber da wurde lange nichts mehr boniert. Das heißt, vielleicht sollten wir nochmal da hingehen und fragen, ob die was zu trinken haben. Ah, ey, wie geil ist das denn? Das, und ich habe mich immer gewundert, wann wissen die denn, wann meine Cola zu Ende ist? Ja, ne? Die kommt ja irgendwann. Wirklich? Jetzt müssen wir das einmal auf OK drücken. Wollt ihr das mal machen? Ja, komm, drück mal auf OK. Bargeld. Nein. Wir haben gerade von unserem Kameramann erfahren, dass es wichtig ist, dass die Bananensaft dass der Bananensaft zuerst kommt, weil der Bananensaft schwerer ist. Ja, macht auch irgendwo Sinn. Ja. Kriegst du das getragen? Nein. Und einmal hier festhalten. Richtig, richtig. Sonst, wenn es sehr schwer wird, stell es einfach auf den Tisch ab. Sollte man nicht machen. Ah, okay. Ne? Eigentlich aber nicht. Ich habe ein bisschen Angst, dass es bei dir vielleicht. Wie? Ja, ich auch. Muss ich ehrlich sagen. So, es ging ja blitzschnell. So kennt man uns. Mädels, seid ihr eingeschlafen? Kiba war für dich, ne? Genau. So. Am besten, wenn wir die gerade abstellen. Ja. Mit der Marke zum Gast. Damit du weißt, was du da trinkst. Ja, damit du es nicht vergisst. An guten. Ah, nee, jetzt will ich. Guten Abend. Ciao. Hast du, haben wir den Blog noch? Habe ich euch gegeben. Ja, Momentchen. Ich bespaß die so lange. Ich zeige euch so lange eine kleine Hip-Hop-Choreo, okay? 5, 6, 7. Ein Applaus. Danke. Willst du mal mit dem Blog kommen? Habt ihr euch entschieden? Einmal Penne, Salsa, Aurora. Aurora. Oh. Gute Wahl. Hätte ich auch genommen. Penne das kenne ich. Spaghetti Carbonara. Dann bis gleich, Mädels, ne? Bis in der Stunde. Kannst du das lesen von mir? Penne Susi Aurora. Susi. Einmal die Penne Susi, bitte. Nicht Strolch, Susi ist wichtig. Hier, Penne Stern. Oh mein Gott, er hat einen ich dachte wirklich, der hat eine Maus. Der hat einfach unser Mikrofon wiedergegeben. Jetzt ist auch der ganze Laden wach, ne? Alles drauf? Ja. Einmal auf OK. Und jetzt gehen wir ganz schön in die Küche. Da kommt ein Bon raus. Wir gucken, wo der Bon rauskommt. So, aber jetzt ist hier vorne rausgekommen, ne? Ja. Und das nimmt er sich jetzt der Koch, macht das jetzt fertig. Perfekt. Oder? Ey, das ist ein anderer Koch. Hey. Tisch 22. Ja, und dai, mena. Oh, Parmigiano. Grüßungssuppe, ich stell die hin. Schöne Grüße aus der Küche. Vorweg eine kleine Suppe, bevor das Essen kommt. Okay, ne? Okay, let's go. Am besten ein bisschen schneller jetzt, weil die Suppe wird kalt. Ne? Oh, hawa. Liebe Grüße aus der Küche. Es gibt gibt erstmal ein Süppchen. Suppe. Tomatensuppe. Genau. Keine Sorge, die haben wir nicht gemacht. Hoppala, die ist fast auf den Schoß gefallen. Wir haben eine Brandschutzversicherung, alles gut. Die Suppe, was gibt's dazu?
Ein Löffel? Ein Stück Brot. Frag mal, ob die ein Stück Brot haben möchten. Wollt ihr ein Stück Brot dazu? Ja, ne? Ja, ja, warum auch nicht? Aber auch nur ein Stück, ne? Okay, let's go, sprinte dahin, damit die noch die Brötchen rechtzeitig kriegen. Gleich ist die Suppe leer. Let's go! Ja. Ja, guten, ne? Appetit, ich sag mal so. Ne? Aber jetzt erzähl mal, du hast ja gesagt, so dürfen wir das nächste Mal nicht kommen. Müssen wir auch so ein Hemd und sowas tragen wie du, wenn wir zum Gast gehen? Ja, ist ein bisschen besser, ne? Ja. Also mit so einer Mütze beim Gast, ja, ihr seid ja keine Köche, ja, ihr arbeitet im Service. Ja. Ne? Wäre besser, wenn ihr ein Hemd habt. Gebügelt natürlich, sehr, sehr wichtig. Okay. Vielleicht eine schöne Krawatte oder Fliege. Schwarze Hose, schwarze Schuhe, ich weiß nicht, sind das Nike-Schuhe? Ja. Oh, okay. Nimmt lieber die Vans. Ja. Ja, aber bei euch läuft das hier gut, ne? Ihr seid sehr so ein eingeschweißtes Team. Alle sind hier freundlich, alle haben Spaß. Ja. Ja, richtig. Wir sind ja auch hier im Familienbetrieb, ne? Ach so, ja, cool. Bruder. Und wir arbeiten alle zusammen als Team. Ja. Und dadurch ist es auch sehr familiär bei uns, gerade auch mit den Köchen. Ja, wir kennen dich schon seit 15, 20 Jahren. Krass. Ja, wir sind alle gemeinsam groß geworden. Auch schön. Ja. Aber wenn jetzt jemand Neues zu euch kommt, das ist wahrscheinlich auch dann direkt so, ey Bruder, du gehörst zur Familie, oder? Ja, Bruder, nicht direkt. Ne? Erstmal Cousin. Aber ja, wir nehmen immer alle gerne hier auf bei uns. Macht echt Spaß bei euch zu arbeiten. Vielleicht bleiben wir hier. Vielleicht bleiben wir hier. Wenn Influencer nicht mehr läuft, kommen wir zu euch. Haben wir jetzt verdient. Erstmal ein Wodka-Shot, ne? Der Tisch ist schon rot hier. Ja, egal, alles gut. Plan ist ja am Brennen, glaube ich. Du, hier ist das Portemonnaie, Digga. Das nehmen wir nachher mit. Das ist wichtig. Das haben sie uns nicht gegeben, komischerweise. Ja, ne? Ich glaube, Geld vertrauen die uns noch nicht. Ja, Feuerzeug, was zum Aufschreiben, aber das Portemonnaie haben wir nicht gekriegt. Ja. Das schnappst du dir auf drei und da ist der Ausgang, alles klar? Eins, zwei, drei. Oh mein Gott. Sollen wir reingehen? Ja, los, mach mal. Lauren, buongiorno, bella ciao, arrivederci. Hallo? Steinberger, mein Name. Wie war der Name? Steinberger. Okay, ja. Ich würde gerne für Samstag einen Tisch für 6 Personen reservieren. Samstag für 6 Personen? Ich glaube, da sind wir voll. Sind wir noch nicht, nee? Wir haben Platz. Wie viel Uhr denn? Genau. Ja, gegen 19 Uhr, wenn es möglich ist. Ja. Wäre auch 19:15 möglich? Das geht aus. Und wie war der Name? Steinberger. Kannst du mal buchstabieren? Ja, F. F? Nein, F. M? S. Suppe. S wie Suppe. E. D. E wie E. I. E. Esel. I. E wie Esel. I wie Igel. Ein Igel noch. Ja. Nudeln. Und? Was hat die für einen langen Namen? Ja. Was? Bär. Ja, und? Was ist das jetzt mal? Esel. Schon wieder ein Esel. Wir haben schon einen Esel. Die Roller. Ja. Wenn die Roller... Mal ein E wie der Esel. Sie haben, Mensch, aber einen langen Namen, ne? Da kommen Sie nicht weit, oder? Wir haben gleich schon Samstag. Ich hoffe, Sie sind gleich schon hier. Roller. Dann auch mal den Roller von Apache. Alles klar, Frau. Suppe, de Tee, Esel. Wegele, Igelbär. Wie haben Sie eingetragen für Samstag, 18 Uhr? 19:15. 19:15. 6 Personen? Perfekt. Bringen Sie ordentlich Getränke mit, ne? Dann vielen Dank, ne? Und Lauren, grüß Sie ganz herzlich. Tschüss. Das lief doch super. Erstmal die Suppenteller wegnehmen und dann geht das Essen los. Jetzt haben wir hier ein bisschen Stress. So, Mädels. Jetzt hat es gescheit, die aufgegessen. Wir müssen jetzt trinken. Habt ihr noch alles super, ne? Kerze brennt noch super. Jetzt geht's weiter hier. Oh, Alter, sieht das schön aus. Guck mal, Leute, bitte guckt mal einmal. Schön. Wenn ihr mal richtig gut italienisch essen wollt, dann kommt zu Lauren nach Öding. Nee, wie heißt es? Bad Oldesloe. Bad Oldesloe. So, einmal Arabiel. Nein, Sahnesoße. Beata? Parmesan? Ja, gerne. Okay. Ja, aber nur, wenn ihr einmal mit uns singt. Oh, Parmigiano. Oh, Parmigiano. Bella, ciao, bella, ciao, bella, ciao, ciao, ciao. Ja, das ist super. Da ist es doch. Komm mit rein! Oh, da ist er. Das hat aber lange gedauert. Für den Parmesan haben wir jetzt so lange gewartet. Gianno, frische from Italia. Du, das musst du dir noch drauf machen. Ach so. Gut so oder mehr? Dankeschön, das reicht. Nicht scheuen. Wenn du mehr willst, sag das ruhig. Guten Appetit, piep, 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 piep. Und die Löffel. Oh, Hammer. Oh, ein Löffel. Hast du, habe ich doch gehört, dass ihr einen Löffel braucht. Das wissen wir doch. Guten. So, jetzt wird abkassiert. Jetzt gibt's die Moneten. So, Mädels, Getränke gehen auch noch mal auf unser Haus. Ja. Hier ist einmal die Rechnung. Weil ihr so nett seid und so hübsch und so toll. Und weil ihr so viel Geduld mit uns habt. Wollt ihr Karte oder Bar? Karte. Oh, nur Bares ist Bares, ne? Will ich euch mal mit auf den Weg geben. Oh, ich setze mich auch mal ein bisschen hin. Und was macht ihr heute noch? Chillen. Keine Schule schwänzen, ne? Juckt keine. Achso, oh, wir müssen weggucken. Im Lauren wird nicht gemogelt. Sag, wenn du so weit bist. Wir sehen nichts mehr. Hast du dir den gemerkt? Ich glaube, eine 4 war mit bei. Perfekt, Mädels. Dann wünschen wir euch noch einen schönen Tag. Oh,
was kommt noch hier raus? Moment hier. Sollen wir euch noch zu dir begleiten? Work, make the dream work? Oder wie heißt das? So werden alle Gäste hier vom Lauren nach draußen begleitet. Nein, nicht alle. Die sollen sich besonders fühlen. Ach so, ja. Nur hier. Einen angenehmen schönen Tag. Schönen Tag noch. Danke, dass ihr da wart. Ne? Tschüss. Kommt bald wieder, ne? Und erzählt es euren Freunden. Ja. Wir haben kein Trinkgeld bekommen, hast du gesehen? Oh, warte mal ganz kurz. Ah, da kommen sie wieder. Habt ihr alles das Trinkgeld vergessen? Ja. Ja, kommt noch mal. Wollt ihr was essen? Wir haben gerade einen Tisch frei. Oh, Freunde, wir verabschieden uns jetzt auch bei euch. Ey, es hat so viel Spaß gemacht. Und falls ihr mal richtig gut italienisch essen gehen wollt, dann kommt auf jeden Fall zu Laurent nach Bad Oldesloe. Ah, nee, ich hab's auch gar nicht. Nur ich hab das. Laurent nach Bad Oldesloe. Ich hoffe, ihr wart alle zufrieden. Ja. Ihr habt das echt toll gemacht. Ganz spitze. Die Gäste waren auch zufrieden. Der Koch hat sich auch auf jeden Fall wohlgefühlt. Das hört man gerne. Eine tolle, tolle Leistung. Yes! Vielen lieben Dank, dass ich hier drehen durfte. Ja, wirklich. Ihr habt echt Spaß gebracht. Und halt, wenn ihr Hunger habt, ich lade euch gerne jetzt zu einer richtig schönen italienische Pizza ein. Ach, das ist ja toll. Das sind wir mit auf meinen Nacken. Auf meinen Nacken. Ja, ja, okay, dann los. Du Mensch des Kinders. Tschüss, Freunde. Eat, repeat, eat, repeat, eat, repeat. Der Hilton geht so.